Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Genau, wir waren ja hier bei dem Haus, wo wir scheinbar drei Schlüssel brauchen von drei Frauen oder drei Dolche für eine Statue. Würde ich jetzt mal wetten. Wir haben die Namen auch irgendwann mal auch gehört, aber ob das so ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das, was wir hier haben, da unten drunter, ne? Fuck. Okay, hier ist jetzt auch keine Klippe, wo ich sagen könnte. Ja, aber das ist auch nicht markiert, ne? Das Haus. Kann ich das dann nicht finden, oder? Oder es kommt später die Möglichkeit, das zu finden. Schauen wir erstmal, was in dem Wald ist. Und da scheint ja irgendwas zu sein. Oh, da ist so ein... Das schaut doch so ein Fluch aus, oder? Hier stimmt etwas. Jo. Also 20 Punkte. Was soll ich vergessen? Nur schnell raus damit. Okay, die hätte ich nicht essen sollen. Achso, der ist alleine dahin gegangen. Alter, da geht er fast drauf deswegen. Oh. Gut, das Land kann wieder aufatmen. Ich finde die geil, also ich finde diese Aktion schon sehr geil. Und was ist jetzt hier? Was das für einen Sinn macht? Gar keinen. Und diese Pilze da unten waren nicht so geil. Und der hat sich scheinbar das Leben ausgekotzt. Da wäre was. Achso, das sind bloß die blöden Bären. Okay, warte mal, was da? Es schaut aus, wie wenn das irgendwas wäre. Oder auch nicht. Panoramasicht. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Stark. Ist es da überall? Ne, ist wirklich nur bei dem. Überblicke das Land, Freunde. Bei dem Punkt. Ich würde nur interessieren, ob hier eine Höhle oder so ist. Ja, wahrscheinlich eher nicht, sonst wird es die anzeigen. Okay. Weiter geht's. Wir wollten ja eigentlich letztes Mal schon zur Hauptstory. Und dann habe ich dieses dämliche Haus gefunden und den Gang unten und. Dann haben wir irgendwie die Hälfte von der Folge damit verbracht, diesen Gang zu erkunden, um dann am Ende zu festzustellen, dass wir nichts machen können. Läuft. Ah, shit. Was ist Nische bitte? Ach so, das ist. Ja. Das ist das Zeug unten drunter. Geisterkaninchen?
blöd, das hat doch komisch geleuchtet, oder? Außenpfote. Ach, weil ich es mit dem Ding markiert habe, oder? Ja, genau. So, das interessiert uns nicht. Wahrscheinlich können wir diese Frauen irgendwann finden. Oder wir schauen irgendwann auf YouTube nach oder Google oder sonst irgendwas. Und wahrscheinlich auch Google, um dann über YouTube nachzuschauen. Da ist wieder was. Verdammt. Wenn ich schon an der Nähe vorbeireite, muss ich es mir auch holen. Das geht nicht anders. Was ist denn das? Ich will da irgendein verlassenes Ding. Ich will eine verdammte Kirche, Alter. Wie viele von den Dingern bauen hier? Ich darf hier nicht erwischt werden. Ah. Wer denn? Du weißt nicht mal, ob ich hier bin. Schlaf mir bloß nicht ein. Na, was ist denn los mit euch? Oh. Ihr seid ein bisschen dumm, oder? Müsst jetzt mal aufstehen, der Typ ist tot. Ach, verdammt. Haben die jetzt mitbekommen, dass ich hier bin? Ich finde, wir brauchen einen Schlüssel. Damit ich da reinkomme. Hä? Hä, was? Ich hab dich nicht verstanden mit dem Pfeil im Kopf. Na komm, du probierst, Bitch! Na komm! Aber nochmal! Was hast du denn jetzt vor? Das macht Spaß auf jeden Fall. Aufbrechen. Was für eine Ausbeute. Dazu braucht es nur mehr. Achso. Nee, passt schon, da komme ich so auch neu. Hey Ladies! Na, was los? Oh, oh. Hey Großer! Hey, ich betäub dich mal. Ah, ziemlich betäubt jetzt, hä? Oh. Ja, achtet auf Konter. Ja, acht mal auf deine Konter an, Alter. Ich meine, schau, sonst passiert das da. Da kann ganz schnell mal eine Axt in den Kopf wandern. Die ist mir ausgerutscht. Achtet auf Konter, hä? Schon echt super von euch, wenn ihr auf Konter achtet und dann passiert sowas. Oh, und noch ein... Oh, achtet auf Konter. So wie den da. Bitteschön, der Shit kannst du wieder behalten. Das braucht niemand. Hm, achtet auf Konter. Magistermaske. Schlüssel nehmen. Was soll das, eine Magistermaske? Was soll irgendwas? Ich
bin ein Kontergenie. Oh, Alter, wie viele Leute sind da unten? Achso, ja stimmt, das ist jetzt zum Plündern auch da. Kupfernickel. Mehr sind da nicht, ne? Alter, wie viele sind denn da? Ha. Was für ein Lutscher. Warte mal, ich kann das Reittier hier rufen? Sind wir nicht mit einem gegnerischen Gebiet oder so? Naja. Halt, warte. Ich bin ja dran vorbeigeritten, fällt mir gerade ein. Da ist noch irgendeine Mission. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir weiter. Und achtet auf Konter, ne? Besonders auf Konter achten. Deswegen laufen sie mir in jeden scheiß Konter rein. Dämliche Trottel. Wobei es ja schon coole Betäubungsschläge sind, ne? Warten da vorne nicht schon wieder welche? Warte mal. Komm zurück, du Feigling! Ich bin doch noch da, Mann! Hey, achte auf Konter! Hat wieder nicht funktioniert. Achtung! Achte auf Konter! Nicht? Okay. Ja, ich wiederhole mich. Oh, Kick. Bitteschön. Oh, das ist ich finde ja persönlich das fast schon das Übelste. Ha. Läuft bei euch, hä? Sie für mich sühnen. Oh, komm, ich laufe jetzt nicht zu dir hin. Ja. Im nächsten Leben sollten sie vielleicht wirklich auf den Scheiß hören. Du kannst ja eigentlich die Sekunde nur ausweichen, beziehungsweise das Ding, wenn du... Das Gegner? Oh ja! Hey, komm mal her! Wow, das ist irgendwie zu einfach. Ja, dein Schild, du hast es vergessen. Ja, dann mach doch was. Mensch, ihr verliert alle euer Schild. Was ist denn los mit euch? Ups. Das war ein Versehen. Ups. Ich wollte es ein bisschen spannender machen. Schade, dass mit Pfeilen eher gut ablenken und dann zurückschleudern, ist ja auch bescheuert. Belagern die hier schon? Nee. Großer. Blutsmänner haben alles verwüstet. Eivor, du bist da. Ach, sind die schon drin oder was? Ja, ich bin da. Ich habe unterwegs ein paar Rüdis vermöbelt. Dunweg. Lasst uns das Feuer entzünden. Das mache ich. Ihr übernehmt das Reden. Rodir, Valdis und ich suchen den Hafen ab, damit wir keine Überraschung erleben. Und Oswald und ich werden hier ausharren, bis das Feuer brennt. Das vordere Tor wird streng bewacht. Da kannst du nicht einfach rein. Oh, doch. Ich finde einen Weg. Wir halten dir den Rücken frei. Ich könnte jetzt aus Langeweile einfach reinstapfen, ne? Oder was heißt Langeweile, wenn ich einfach einen coolen Macker spielen will? Aber mir gehen so nein. Okay, wir was kommen da unten entlang. Ja, das ist schon fast zu einfach. Du und weg. Dann also Rüds Männer ausschalten und das Feuer entzünden.
Warte, ich muss die ausschalten? Da könnte ich doch gleich ein Massaker anstalten, oder? Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, dann spielen wir halt ein bisschen Assassin. Was sind das eigentlich immer für Räume? Einfach nur, damit es cool ausschaut, oder was? Sind hier keine Gegner? Oh, da ist einer. Wow. Vorsicht, Attentat. Oh. Wie die Mönche das Nachbardorf aufgebaut haben. Wir lernen von ihnen und sie brauen gutes Bier. Mit wem zur Hölle redest du da? Hä? Da ist das Feuer, glaube ich, ne? Sehen, was du siehst. Ja, da ist einer. Da ist einer. Da sind zwei. Da ist die eine. Okay, den Typen kann ich einfach weghauen. Hallo, Überraschung. Ah, shit, jetzt haben sie mich gesehen. Na gut. Was für ein Schwanz. Warte mal, erstmal schön die Bogenschützen weg, man. Lass mich mal erst den Bogenschützen killen. Wie will ich dich denn mit dem Schild killen? Hey, mein Freund. Ich habe hier eine Axt, da steht dein Name drauf. Nein, nicht wirklich. Meinst du, ich schreibe deinen scheiß Namen auf meine geile Axt? Oh, 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 jetzt hast du mich sauer gemacht. Okay, du darfst nochmal. Trottel. Ah, weil man ja das Draufsteigen unbedingt braucht, ne? Töte Roots Clan-Mitglieder. Auslöschung. Auslöschungsgebiet, das hört sich geil an. Hey! Hey, da sind ja auch welche. Hä, was? Au! Was soll denn der Scheiß? Trauerbringer. Oh, daneben, hä? Bringt dir nicht viel, hä? Oh mein Gott, du bist so traurig. Du bist so traurig. Aber der stirbt ja da gar nicht. Das heißt, wenn ich zu viel Energie... Ah. Ah. Alter, wie halt kurz noch auf dem Ding stehen bleibt. Kannst du mal aufhören wegzureiten?
Hä, was? Wem soll ich helfen? Oh, da hinten sind ja auch ein Haufen. Wieso halt wieder nichts mitkriegen? Steht ja auch einer. Was ist mit den zwei? Oh, ach so, die sind einfach nur markiert wegen dem Ding. Aha. Ungefähr so. Hat nicht sehr gut funktioniert, hä? Hilfe! Hilfe! Ja, ja, lauf doch weg. Flugas! Flugas! Was? Tschüss! Das waren alle. Sobald das Feuer brennt, sollten die letzten von uns Männern kommen. Da ist ein Schlüssel, da unten brauchen wir wahrscheinlich. Hä? Schaut ja immer noch einer. Das ist bloß die Frage, wie ich da reinkomme. Es ist auf jeden Fall auf der Ebene. Geht's hinten nochmal runter? Scheiße, wo sind denn die? Sind die da oben? Oh ja, tatsächlich. Hör mal auf, rumzuflennen hier. Nein, ich mag's nur wegen den Punkten, Alter. Ein gutes Herz, Alter. Ich gebe mir so einen Marsch vorbei. Ah. Oh. Sie sind immer noch unter mir. Scheiße. Warte, 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 ich kann da was machen. Ich kann da was machen. Wie sie halt überleben. Nein? Oh Mann. Das war jetzt nicht so geil. Ich meine, ganz witzig, aber nicht so geil. Vor allem, weil es ein verdammt hoher Berg ist. Gut, dann gehen wir da halt wieder hoch. Ein Sperrgebiet, da gibt's kein Sperrgebiet mehr, da ist ja nicht mal mehr jemand. Ey, wie die Alte wieder da oben steht. Teleportieren verboten, wenn ich das nicht kann. Alter, warte, ich kann's ja auch. Ey, fall ja gar nicht runter. Ja, verdammt. Warte, warte, warte. Da hinten ist eine. Nein, das ist nur eine Zelle. Verdammt. Damn you. Damn you. Achso, ja, stimmt. Ich muss ja das selber anzünden. Vorne gehe ich das Eisen schmeißen. Okay, es brennt. Zu meinen Füßen für das reife East Engler und die Rückkehr meiner Braut. Welch ein Tag! Du, dich kenne ich nicht. Wenn du Fragen hast, dann stell sie dem König von East Engler, während du vor ihm kniest.
Wer rief nach mir? Warst du es, Valdis, meine Geliebte? Warum sollte ich dich rufen, nach 5 glücklichen Jahren fern deiner stinkenden Eier? Ich rief dich, Rüd. Du? Oswald, der hoffnungsvolle König von East Engla? Und Valdis zukünftiger Gatte. Nimm deine Männer und geh. Die Sachsen und Dänen von East Engla sind vereint. Es wird nicht an Plünderer fallen. Dann müsste ich zurück nach Danmark, ohne etwas vorweisen zu können, nachdem ich so weit gereist bin. Du bekommst mein Gewicht in Silber und eine große Menge Vieh und Korn. Ich habe mir bereits das 10-fache davon genommen. Was ist der wahre Preis? Ich mach dir ein Angebot, Saudarm. Ein Holmgang, nur du und ich, um die Zukunft deines Königreichs. Ich nehme an. What? Ich nehme an. Ein Kampf bis zum Tod. East Engla ist der Preis. Ihr habt es gehört. Moment. Es ist eingehaselt. Das Feld ist bereit. Bei erster Gelegenheit führe Valdis und die Brüder in Sicherheit. Sie sollen heute nicht kämpfen. East Engla braucht sie. Lass mich für dich kämpfen. Nein, er forderte mich. Auf dein Zeichen, König der Scharfschütze! Ich bin bereit! Ja, die können ich alle umbringen, lass mich doch! Bewegung! Ich laufe doch! Ach komm, Alter, ihr könnt fliehen, was ihr wollt, ich mache jetzt hier alles kalt. Ja, wie wär's, wenn du da drauf haust? Nein, ich gehöre mir selbst. Ihr trefft ja nicht mal, ihr Weicheier. Ich muss dann den Schwierigkeitsgrad hochstellen, das ist dann schon zu übel grad. Oder bin ich einfach nur in der Region, wo ich viel zu stark bin? Du bist ja immer noch da. Sind wir schon weg? Ach. Na gut, dann laufen wir halt. Ist das ein Gegner? Wer zur Hölle bist denn du? Warum steht er da? Ja, aber der hat's dann ganz schön gegeben, Alter. Hat er in die Nase gebissen? Sie haben aufgegeben. Wir sind weit genug weg. Ruhen wir uns kurz aus. Vaitor, er hat gut gekämpft. Mit der Wut eines Waldbrandes. Wir sollten zurück. Oswald könnte überlebt haben, Rüd ebenso.
Es ist möglich. Rüds Männer werden ihren Vorteil ausnutzen. Wir müssen bereit sein, wenn sie angreifen. Wir gehen nach Norwig. Wir treffen uns dort, wenn du kannst. Er starb als Held, so viel ist sicher. Wenn sein Gott ihn nicht will, Odins Schildmeiden würden ihn nehmen.